Und damit wieder willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us Remastered. Wir sind jetzt hier mittlerweile weit außerhalb dieser Stadt und ja, laufen jetzt zu unserem Kumpel, der ja hoffentlich ein Auto für uns hat. Befehl zur Evakuierung. Evakuieren wohin? Was denkst du? Quarantänezone. Tja, manche Städte wurden gewarnt, bevor die Infektion kam. Die meisten nicht. Mann, das ist hart. Man muss sein ganzes Zeug zurücklassen. Der Rest war härter. Na gut, aber lieber sein ganzes Zeug zurücklassen als sterben, hä? Also ich gehe davon aus, dass wir da durch müssen, aber ich schaue jetzt hier trotzdem nochmal eben, ob wir hier irgendwas mitnehmen können. Ja, das ist Bills Handschrift. Lebt sonst noch jemand in dieser Stadt? Soweit ich weiß, ist er allein. Ein Zettel. Nachricht an Bob. Bob, I'm not leaving town without a safe. Help Brad load it into the pickup. In case you need to get in, the combination is 57. Ah, okay. 51721. Das heißt, damit haben wir schon mal eine Kombination. Jetzt brauchen wir nur noch diesen Safe. Wo auch immer der ist. Keine Ahnung. Mann! Oh, krass! Was war denn das? Das ist eine von Bills Fallen. Dein Freund ist paranoid, oder? Na, das kannst du laut sagen. Und wie ist er sonst so? Er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Er weiß, wo es was gibt. Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht draufgehen. Halt die Augen offen, dann passiert nichts. Ja, das ist halt die Frage, ne? Ich meine, paranoid ist jetzt hier, glaube ich, gar nicht mal so falsch. Also, ich meine, es ist auch nicht wirklich paranoid dann, oder? Es sind einfach nur Vorsichtsmaßnahmen. Also, ich finde schon richtig so. Ich glaube, ich würde das auch so machen. Ach, guck mal. Sag, berühre nicht, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay. Interessant. Das heißt, wir müssen jetzt definitiv auf diese Fallen aufpassen. Wow, Bill kann Bogen schießen? Vermutlich schon. So, was haben wir? Ah, gucke mal. Leiter. So. Zack, Randa. Und rauf. Ah. Hey, sieh mal an. Interessant. Bogenschießen können wir jetzt auch. Ich kann ziemlich gut damit umgehen. Für Waffen bin weiterhin ich zuständig. Tja, wir hatten beide Waffen als Absicherung. Vergiss es. Hallo? So, jetzt. Die Luft ist rein, komm hoch. Okay. Da müssen wir dann auch wieder drüber klettern, da werden wir das Brett wieder brauchen. Gut. Hier. Zack. Das hier können wir nehmen. So. Dann wieder rauf. Okay. Und dann rüber. Und Ellie steht wieder genau im Weg rum. Super. Na, das war jetzt nicht der Plan. Das sollte es eigentlich. So, jetzt. Stand ich irgendwie 5 cm zu weit hinten. So, haben wir hier noch irgendwas? Nee. Oh, Scheiße. Können wir mal, genau. Jetzt wo wir den Bogen spannen, je länger da. Okay. Verdammt! Oh mein Gott!
Okay, und die Pfeile können wir sogar wieder mitnehmen. Hör mal zu. Zumindest einen davon. Bill ist nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person, wenn wir bei ihm sind. Überlass mir das Reden. Hast du gehört? Ja, alles klar. Du musst dich daran halten. Er ist nicht gerade nett zu Fremden. Okay. Bill ist okay. Er braucht nur etwas Zeit, mit dir warm zu werden, okay? Man muss also nur wissen, wie man mit ihm umgehen muss. Na gut. Oh, vorsichtig, da ist wieder so eine Leine gespannt. So. Okay. Hörst du das? Da haben wir noch Flaschen. So, was haben wir da? Hallo? Scheiße, willst du da reingehen? Mal sehen, was wir finden. Hier ist meine Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat. Keine Sorge. Das wird schon. So, was war denn hier jetzt? Hallo? Irgendjemand oder irgendetwas da? Okay, hier gibt es aber irgendwie auch nichts von Interesse. So. Ich habe mich zu Tode erschreckt. Ja, ja. Tja, sehen wir uns ruhig mal um. Du hast dich erschreckt und ich musste kämpfen. Nachricht an Rachel. Rachel told us are going door to door forcing people into buses. Na ja, gut, das ist endlich zu erwarten, oder? Dass sie halt... Ich warte auf dich in der Quarantänezone. Naja. Ob sie sich hier gefunden haben? Woher soll ich das wissen? Ich find's jedenfalls schön. Ist mir wurscht. Ich habe andere Probleme. So, genau, das haben wir alles voll. Na gut. Dann dürfen wir hier eigentlich alles von Interesse haben. Dann gehen wir wieder runter. Okay, so, das klingt auch schon mal gut hier. Das kriegen wir nicht auf. Oh Mist, so ein Scheiß. Ah. Was machen wir da? Haben wir da irgendwas, was wir... warte mal, genau, wenn wir jetzt einfach mal so eine Flasche dagegen werfen. Okay, zurück, zurück! Okay. Hopp. So. Oh, krass. Die Dinger sind ja der Hammer. So kann man es auch machen. So, genau, dann machen wir die auch wieder mit ein. So, das wird er wieder eine haben. So, was haben wir hier jetzt wieder? Revolvermunition. Siehst du? Zurück. Ja. Können wir dann nicht einfach rüberspringen? Okay. Na komm. So, was haben wir jetzt hier noch drin? Ammo, okay, die Munition ist aber voll. Okay, komm schon, wir. Ich hab dich. Verdammt, Bill. Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen. Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Schneid das Seil durch, so komme ich runter. Bin dabei. So,
Oh, oh. Joel! Scheiße, sie kommen! Joel! Ach, komm. So, komm, komm, komm. Lad nach. So, da ist noch einer. Er lebt! Wie weit bist du? Ich mach so schnell wie ich. Okay. Oh, verdammt. Jetzt wollte ich erstmal nachladen. So, komm. Bam. Und bam. Okay. Komm. Und. Ach komm. Natürlich. Natürlich. Der dämliche Klicker, der macht es dann auf einmal wieder. Oh. Ja, ja. Ich muss erstmal die Waffe nachladen, vorher bringt das alles eh nichts. So. Zack. Du noch. Und. Okay. Ja, ja. Ja. Haben wir nicht richtig erwischt, schade. Kein Kopfschuss. Zack. Und dann du. Ja. Ja, ja, komm, komm, komm. Und. Fuck, fuck, fuck. Ach, Mann. Du hast dann aber auch keine Chance, ne? Also bei den Klickern ist dann halt einfach vorbei. Ja, ja. Komm, greif du mich erstmal an, genau. So, weg mit dir. Zack. Er lebt! Wie weit bist du? Ich mach so schnell wie ich kann! So. Ja. Gut, lassen wir ihn noch mal kurz angreifen. Damit wir in Ruhe nachladen können. Komm. Ich brauch noch etwas Zeit. Ja. Ich hatte gehofft, ich treffe ihn so. Fuck, 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 fuck. Komm, lad nach. Joel, verdammt, warum... Ach, Mann, ey, die halten aber auch wieder mehr aus als die anderen. Das ist halt... Und jedes Mal kommt man halt wieder hier raus. Ja, ja. Erstmal laden wir in Ruhe nach. So, dann. Ja, zack. Bam. Komm, weg mit dir. Bei diesem Rumgebaumelt ist halt aber auch gar nicht so einfach. Ja, so, jetzt dürfen wir erstmal nachladen. Und ich komme halt auch einfach immer mehr von denen. Ja. Ganz toll. Fuck. Oh, endlich haben wir den auch. Bin bereit, Ellie. Halt euch! So, nachladen.
Toll. Alles okay? Ja. Los, du schaffst es. Herrgott, Ellie schnallt halt einfach das Seil durch. Verdammt nochmal! Oh, komm schon! Oh, ich krieg's nicht durch! Ellie, sie sind beeil dich! Na. Wo ist Ellie überhaupt da? Jetzt stell mal vor, ich hätte. Hey, komm her! Ah ja, damit für den nächsten Klicker. In Ruhe, du blödes Scheißvieh! Komm. Mein Gott. Haben wir ihn endlich. Okay. Komm. Beweg deinen Arsch und steh auf. Ja, toll. Das war wohl nix. So, komm, dann hauen wir jetzt bitte auch ab. Ah, verdammt nochmal! Weg! Zurück! Wo lang? Okay, wir sind durch. Komm, hier! Lauf, Ellie! Verdammt! Wo ist der Scheißschlüssel? Leute, hinter uns! Bell, na los! Ah, verdammt, das ist immer so ein fucking Klicker, meine ich. Ja, komm. Fuck. Hallo? Okay. Bill, sie kommen durch die Tür! Moment, ich muss jetzt hier gerade. Ja, super. Und ich wollte mich doch nur verarzten. So, komm. Da hinten ist er, okay. Das heißt aber, so, schnell verarzten eben, komm. Schauen wir da noch. Wo ist eigentlich meine. Ja. Komm. Okay. So. Okay. Sehr schön. Auch dich nehmen wir einfach mal mit. Oh Scheiße. Verdammt, sie kommen her! Sie kommen her! Lauf weiter, hier lang! Ellie, rauf da! Beweg dich! Meine Fresse! Los, Ellie, schnell! Ich lauf ja! Sie ist offen, na los! Mann! Das war knapp! Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was
soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Bill! Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal lang. Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zum... Verdammt nochmal! Was das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus, löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir es kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann es nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Echt verlockend. Schluss jetzt. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. Okay. Ich lege mich mal um, vielleicht tun wir was gebrauchen. Na, klar doch. Genau, sehr gut. Das machen wir allerdings jetzt alles morgen in der nächsten Folge. Wir sind heute erstmal wieder durch. Ich bedanke mich soweit wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.